Ich möchte euch jetzt hier ein ganz, ganz besonderes Zelt vorstellen, und zwar das neue Einmann XL aus der R-Serie in Camo. Unsere neue R-Serie, habt ihr bestimmt schon mal was von gehört, ersetzt unser Vorgängermodell, das war das Royal. Das Royal war sehr gut und sehr, sehr beliebt, wird jetzt abgelöst durch die neue R-Serie mit viel mehr Features, ganz anderer Ausstattung, und das zeige ich euch jetzt gleich. Unsere neue R-Serie zeichnet sich durch eine 10.000er Wassersäule aus. Wir haben hier eine Eingangshöhe von 1,65 m. Wir haben eine Breite von 2,95 m und eine Tiefe von 2,35 m. Also ein extremes, geräumiges Ein-Mann-Zelt für die Big Guys, für die Jungs, die wirklich lange am Wasser sind, oder die Jungs, die einfach viel Tackle mitnehmen und. Folgende Merkmale, natürlich, selbstverständlich, Rodstraps auf jeder Seite, wie immer. Natürlich bei den hochwertigen Zelten rechts wie links Moskitofronten zum Öffnen oder Moskitofenster zum Öffnen. Das gleiche gilt für die Rückseite. Im Eingangsbereich oder als Tür, wie immer, unser Drei-Tür-Wegesystem. Drei Türen, einmal die geschlossene Front, einmal die PVC-Front und einmal eine Fliegengitterfront, Moskitofront sozusagen. Kommt mal mit rein. Im Innenraum haben wir folgende Merkmale. Natürlich unsere Taschen, Moskitofronten hinten, und des Weiteren haben wir hier kleine runde Ösen komplett am gesamten Zelt. Zum einen ist es dafür da, um das Innenzelt später einzuhängen, das es extern zum Zukaufen gibt. Oder zum anderen könnt ihr jetzt hier Bivi-Lights oder was zum Trocknen aufhängen oder sonstiges nutzen. Ja, wir haben im vorderen Bereich oben an den Türen, wie immer, unsere Taschen für Sounderbox, für Portemonnaie, für Schlüssel. Das Ganze wird geliefert mit einer gewebeverstärkten Bodenplane, wie hier zu sehen. Die wird eingeklippt. Und jetzt zeige ich euch mal das Innenzelt. Hier seht ihr das Innenzelt eingehängt. Für die Leute, die schon immer mal mit Innenzelt geangelt haben, die wissen diese Vorteile zu schätzen. Der Kondensation, des anderen Raumgefühls im Innenzelt, das ist einfach irgendwie komfortabler, viel, viel angenehmer. Und vor allem ist es eine geschlossene Kabine. Hier kann also irgendwie kein Viehzeug eindringen. Hier kann auch von unten keine Feuchtigkeit reinkommen, denn selbst die Bodenplane ist tutto komplett geschlossen. Ja, auch im Innenzelt haben wir hier hinten Türen oder Fenster, die wir öffnen können, um für die Zirkulation zu sorgen. Das ist neu, das gab es so noch nicht. Haben wir auf beiden Seiten. Machen wir es wieder zu. Und das ist zum Beispiel auch ein Innenzelt, das ist erlaubt, in Deutschland legal mit einem Zelt und Innenkabine zu angeln. Denn wir können hier mit dem Reißverschluss ganz einfach von innen zu bedienen, einmal den kompletten Boden rauszippen. Und dann habe ich sozusagen einen Zelt ohne Boden, und das wiederum ist in Deutschland legal zum Angeln. Hat aber auch noch einen weiteren Vorteil, wenn ihr zum Beispiel eine längere Session hattet oder ihr hattet ja überhaupt eine Session mit ein bisschen dreckigen Füßen oder sonstiges, zippt ihr den Boden raus, baut das Zelt drumherum ab, lasst den Boden liegen und packt ihn separat weg, reinigt ihn, lasst ihn trocknen und könnt ihn beim nächsten Mal wieder sauber einfügen ins Zelt. Großer Vorteil, denn es mag keiner gerne die schlammigen Fußabdrücke hier oben am Himmel sehen, wenn er auf der Liege liegt. Oder zum Beispiel, wenn er auf der Liege liegt und es wackelt und es weht Wind und oben bröckelt es runter. Alles schon gehabt. Und dementsprechend ist es wirklich ein Vorteil für dieses Innenzelt. Gerade der rausnehmbare Boden. Und es macht es natürlich auch legal. Auch im Innenzelt haben wir hier neben Taschen angebracht. Auch wieder hier für Portemonnaie, für Schlüssel, für Sounderbox. Sounderbox ist eigentlich der optimale Platz da oben. Ja, das Innenzelt wird wie folgt hier befestigt. Es wird hier geklippt. Wenn ich zum Beispiel den Boden rausnehmen möchte, klippe ich einfach hier unten aus, zipp den Boden komplett weg, und durch die Elastikbänder, die umlaufend sind, bleibt das Innenzelt komplett auf Spannung, trotz dessen der Boden raus ist. Also total variabel einsetzbar. Ja, wir haben eine weitere Neuerung, und zwar der Frame Support im vorderen und unteren Bereich ist hier oben beweglich, heißt, er passt sich dem Winkel perfekt an, dieser Stange, und gewährleistet so, dass auch hier vorne die Stange schön pressgehalten wird und Stabilität leistet. Um das Zelt perfekt auf Spannung zu bringen, könnt ihr hier neben einfach die Cords straff ziehen, und schon
ist es sauber gespannt. Zur R-Serie gibt es optional einen Wrap zu kaufen, einen Extended Wrap. Dieser Extended Wrap verlängert das Zelt um 40-50 cm nach vorne, hat geschlossene Türen, sowohl als auch Moskitotüren oder auch Glasichttüren als Option. Hat genauso wie auch das Hauptzelt Moskitoseitenteile, Moskitofenster rechts, links, Moskitofenster auf der Rückseite. Hat genauso wieder die Option des Rodstraps auf beiden Seiten. Hat auch eine 10.000er Wassersäule, ist ausgestattet mit Taschen, mit vorderen Taschen hier im Bereich, auch wieder für Sounderbox. Also alles ist mit allem ausgestattet, um dann wirklich aus diesem Zelt mit Innenkabine eine absolute Winterbehausung zu bauen oder eine absolute Langzeitbehausung für die Leute, die ganz, ganz lange am Wasser bleiben wollen oder sich es einfach auch gut gehen lassen wollen am Wasser. Ja, das war unser R-Serie One-Man-Bivi, das Ein-Mann-Zelt. Das Ganze gibt es auch als Zwei-Mann-XL-Version. In der XL-Version haben wir eine 1,85 Meter Eingangshöhe für ganz große Jungs, haben eine 3,15 Meter Tiefe und eine Breite von 3,30 Meter. Die 2-Mann-XL-Version hat auch alle diese Features. Man kann die Böden, man hat die zwei verschiedenen Bödenoptionen, man hat die Innenzeltoption, man hat die Überwurfoption und, und. Also alle Ausstattungsmerkmale, wie auch die 1-Mann-Version hat. Zusätzlich gibt es alle Zelte in Camo, wie ihr seht. Und nochmal einmal wahlweise in Khaki für die Leute, die einen normalen Farbton bevorzugen und nicht unbedingt das Camo mögen. Das war unsere R-Serie. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ich hoffe, sie wird euch begleiten in der Zukunft. Es sind tolle Zelte. Schaut sie euch an.